Frage 7 der Kollegin Heike Hensel, die leibhaftig anwesend ist. Das heißt, Frau Müntemering, Sie sind dran. Ja, Frau Hensel, der Bundesregierung ist bekannt, dass die Europäische Kommission auf das Risiko einer Instrumentalisierung der humanitären Hilfe für Venezuela hingewiesen hat. Und die Bundesregierung stimmt mit der Europäischen Kommission überein, dass humanitäre Hilfe unabhängig von politischen Erwägungen bedarfsorientiert zu leisten und von anerkannten humanitären Hilfsorganisationen, also Nichtregierungsorganisationen wie dem Roten Kreuz, der Caritas und anderen, umzusetzen ist, um die humanitären Prinzipien, insbesondere Neutralität und Unabhängigkeit, zu gewährleisten. Der Bundesregierung liegt dazu ein offener Brief der Rotkreuzbewegung vor, der besagt, dass sie ihr ausschließlich humanitäres Mandat in Einklang mit den humanitären Prinzipien ausübt. Dank. Rückfrage, Frau Hensel. Ja, danke schön. Da habe ich jetzt natürlich eine Nachfrage, denn die humanitäre Hilfe wird wirklich hier zur großen Propagandaschlacht. Das erleben wir ja, Container an der Grenze, US-Container an der Grenze, Cucuta, und auch, die auf einen Showdown bis zum 23. Februar hinauslaufen. Jetzt sagten Sie, das Rote Kreuz hat eben die Möglichkeit, unabhängig humanitäre Hilfe, neutrale Hilfe zu leisten. Meine Frage deswegen an die Bundesregierung. Sie haben 5 Millionen Euro für die humanitäre Hilfe in Venezuela beschlossen. Wir fragen immer, ob das Geld ins Land kommt. Die Bundesregierung antwortet seit mindestens 2 Wochen, sie könnten keine humanitäre Hilfe leisten, weil es keine unabhängigen Organisationen vor Ort gibt und weil die Regierung Maduro es verbietet. Gleichzeitig haben wir aber das Internationale Rote Kreuz im Land und auch UN-Organisationen, die im letzten Jahr über 1 Million Venezolaner versorgt haben. Warum gibt die Bundesregierung die 5 Millionen Euro nicht an das Rote Kreuz oder an die UN? Frau Müntefering. Frau Kollegin, die Frage, wann wir die ersten Hilfsgüter nach Venezuela bringen können, die Frage des Zeitpunkts der Lieferung humanitärer Hilfsgüter ist derzeit nicht zu beantworten. Eine Erlaubnis der venezuelanischen Regierung ist Voraussetzung für die Lieferung humanitärer Hilfsgüter. Und die wichtigste Voraussetzung ist dann der Zugang zu den Hilfsbedürftigen. Ist dieser möglich, wird die Beschaffung und die Verteilung von Hilfsgütern abhängig von deren Verfügbarkeit im Land selbst und in der Region auch bedarfsgerecht vorgenommen werden. Dann kam Sie eine zweite Rückfrage. Ja, habe ich noch mal eine Rückfrage. Ich möchte noch mal wiederholen, dass das Rote Kreuz bereits in Venezuela ist und von daher keine neue Erlaubnis braucht. Im Gegenteil, sie brauchen mehr Geld, genauso wie der UNHCR. Die UN hat einen Aufruf gemacht, sie brauchen 109 Millionen Dollar für die venezolanische Bevölkerung und weniger als die Hälfte sind finanziert. Das heißt, sie haben die Möglichkeiten, aber die Bundesregierung hält diese 5 Millionen Euro bisher nicht zurück und gibt sie nicht an die Organisationen, die im Land sind, sondern, und da möchte ich doch jetzt hier von einem Tweet der deutschen Botschaft in Caracas mal vorlesen. Sie sagen, sie fangen jetzt an, die 5 Millionen Euro zu verteilen und nennen ein Beispiel einer privaten NGO, einer Suppenküche in einem Stadtteil von Caracas. Und man sieht den deutschen Botschafter mit Oppositionspolitikern aus Venezuela, die dort humanitäre Hilfe leisten. Das ist eine klare politische Instrumentalisierung. Und ich frage mich, wie es dazu kommt, dass die Bundesregierung sich an diesem Spiel der US-Amerikaner beteiligt. Frau Müntefering. Also zunächst mal liegt der Bundesregierung auch eine weitere Erklärung des Forums internationaler Nichtregierungsorganisationen in Kolumbien vor, in der vor einer politischen Instrumentalisierung der humanitären Hilfe auch für Venezuela hier gewarnt wird. Und das Schreiben vom 17. Februar wurde auch von Caritas international unterstützt. Und wir bekennen uns zur Einhaltung der humanitären Prinzipien. Und die angekündigten Mittel für die humanitäre Hilfe in Venezuela werden wir dann umsetzen, wenn der humanitäre Zugang
und entsprechende Rahmenbedingungen gegeben sind. Dazu stehen wir in engem Kontakt mit anderen Gebern als auch mit den Hilfsorganisationen. Und wir treffen aktuell auch Vorbereitungen dafür, um auch sehr schnell reagieren zu können, wenn und sobald der Zugang möglich ist. Und ja, wir drängen auch darauf, dass Maduro diesen Zugang rasch gewährt. Vielen Dank, Herr Kollege Hunko. Eine Rückfrage. Ja, vielen Dank, Frau Müntefering. Wir stimmen ja darüber überein, offenbar, dass das Rote Kreuz und die UNO-Hilfsorganisationen im Lande sind und humanitäre Hilfe leisten. Sie sagen, die Bundesregierung wartet jetzt noch auf andere Möglichkeiten humanitärer Hilfe. Kann man das so verstehen, dass Sie die UNO und das Rote Kreuz nicht als mögliche Partner für humanitäre Hilfe ansehen? Wie gesagt, wir sind mit den Hilfsorganisationen, auch mit den genannten, ausdrücklich in Kontakt. Und die Bundesregierung wird die bereitgestellten Mittel einsetzen, wenn auch Unabhängigkeit, Unparteilichkeit gewährleistet sind, wenn Zugang da ist und wenn auch die Möglichkeit und die Voraussetzungen für die Lieferung alle gegeben sind. Vielen Dank. Dann hat der Kollege Stratmans noch eine Frage. Ich bin aus Ihrer Antwort nicht ganz schlau geworden. Also entweder haben wir diese Kanäle über das Internationale Rote Kreuz, um humanitäre Hilfe dort leisten zu können, oder Sie warten auf eine eventuelle Antwort der Regierung von Venezuela, über andere Kanäle dort zu helfen. Sie werden mir zustimmen, dass es den hungernden Menschen relativ egal ist, auf welchem Wege ihnen geholfen wird. Frage an Sie ganz konkret. Welche Ermittlungsersuchen oder Anfragen haben Sie an die Regierung von Venezuela gerichtet, um humanitäre Hilfe dort leisten zu können? Ganz konkret. Möchte ich Ihnen gerne im Einzelnen schriftlich nachreichen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Frage 8 der Kollegin Hensel.